بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، in diesen Unterrichten werden wir inshallah einen Auszug aus dem Gesamtwerk Al-Muwatta Imam Malik, der geebnete Pfad von Imam Malik, Buch des Fastens, Kapitel 18, lesen inshallah. Und heute werden wir nur den Vorwort lesen. Bevor wir anfangen, möchte ich aber nochmal deutlich machen, dass wir nur Schüler sind. Und wenn wir aus Büchern lesen, dann ist es das eben, also dann machen wir das eben, damit wir unser Wissen stärken können, vermehren können und mehr praktizieren können und mehr über unsere Religion wissen. Nicht, dass wir dann Urteile geben können. Oder dass wir über andere Menschen urteilen. Ebenso, dass eigentlich das Wissen von Gelehrten genommen werden soll. Das heißt, man muss bei dem Gelehrten oder bei dem Lehrer dabei sein. Es hilft auch nicht, dass man eben zum Beispiel Unterrichte von einem Lehrer per YouTube anschaut und dann nachher sagt, ja, ich habe hier diese Kette bekommen. Weil das ist gar keine Kette. Eine Kette ist nur dann, wenn man wirklich dabei war. Und ebenso, was ich auch bemerkt habe, ist, dass wenn man zum Beispiel bei einem Lehrer da ist, dass nach dem Unterricht zum Beispiel Fragen gestellt wird. Und diese Fragen werden dann nicht aufgenommen. Und diese Fragen sind vielleicht Ausnahmen für Sachen, die der Scheich erwähnt hat. Und das ist auch dann sehr wichtig. Und das Buch werden wir inshallah einfach nur lesen und nicht erklären. Weil das Erklären ist eigentlich nicht meine Stufe. Und deswegen lesen wir das inshallah. Und nächstes Jahr inshallah versuchen wir das dann zu erklären. Weil zu diesem Buch, zu diesem Hadith-Buch gibt es dann eben Erklärungen. Und es gibt Erklärungen sogar für jede Rechtsschule, habe ich bemerkt. Also für Imam Abu Hanifa, also für die hanafitischen Rechtsschule, gibt es auch dann eine Riwaya, eine Überlieferung. Und das wird dann auf hanafitische Weise erklärt. Und ich möchte das dann gerne ein bisschen so, also mir Zeit nehmen und nachschauen, damit wir das dann ausführlicher und besser erklären können, ohne dass wir viele Fehler machen. Somit bitte ich Allah Azza wa Jal, dass er uns Erfolg gibt in diesem Lesen des Buches. Und jedes Wort, was gut rauskommt, was richtig rauskommt, kommt nur von Allah Azza wa Jal. Und jedes schlechte Wort kommt von mir oder den Shaitan. Dann fangen wir an. Kitab al-Siyam, Buch des Fastens. Das bedeutet Buch, Kapitel, heißt auf Arabisch, also Kitab sagen wir, wenn wir Kitab sagen, dann ist es Buch oder Kapitel. Buch oder des Fastens oder Kapitel des Fastens. Jetzt hier hat man angefangen zu schreiben, dieses Wissen ist dein Fleisch und Blut und darüber wirst du am Tag des Gerichtes gefragt. So schau, von wem du es nimmst. Diesen Zitat kennt jeder, aber damit ich genau bleibe, so hat man hier ein bisschen einiges verknüpft, weil diese Riwaya oder diesen Zitat gibt es auf zwei Weisen und die zwei Weisen sind ein bisschen unterschiedlich. Der eine ist Dinuke Dinuk, also deine Religion, deine Religion. Innama huwa lahmuka wa damuka. Es ist nur dein Fleisch und dein Blut. Fanzur. Fachuz. Mein Istagamu. Fachuz mein Istagamu. Oder ta'chuz anil ladhina malu. Also nimm dann von denen, die auf dem richtigen Weg, die richtig geblieben sind. Und nimm nicht von denen, die abgeneigt worden sind oder die irregeleitet gegangen sind. Das ist die eine. Und das, man sagt, dass es ein Hadith ist, was für Ibn Umar radiallahu anh gesagt worden ist. Der andere, was von Imam Malik, also was ich so weiß und gesucht, nochmal nachgeforscht habe, ist, dass er gesagt hat, in hadha al-ilm din, also wahrlich, dieses Wissen ist Religion. Fanzuru, so schaut, amman ta'khuzuna dinakum, von wem ihr
eure Religion nimmt. Das ist, was ich gefunden habe. Wallahu a'lam. So, jetzt hier über das Hauptwerk. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Allbarmherzigen oder des Barmherzigen. Alles Lob gebührt Allah. Ihn rufen wir um Hilfe, ihn bitten wir um Vergebung und nehmen unsere Zuflucht zu ihm vor unserem eigenen Übel und vor unseren schlechten Taten. Wen Allah recht leitet, der kann nicht von einem anderen irregeführt werden. Und wen Allah irreführt, der kann nicht von einem anderen recht geleitet werden. Ich bezeuge, es gibt keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah, dem Alleinigen, der keinen Partner hat. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Allahs Segen und Frieden seien auf unserem Propheten Mohammed. Die vorliegende Veröffentlichung ist ein Auszug aus dem berühmtesten Werk des Gelehrten Malik ibn Anas, eines der frühesten, heute noch erhaltenen Hadithwerke. Imam Shafi'i sagte, die Muwatta ist das authentischste Hadithwerk. Also zu jener Zeit gab es die zwei Sahih-Werke von Bukhari und Muslim noch nicht. Die Muwatta enthält insgesamt knapp 1800 Überlieferungen und setzt sich aus einer Sammlung von Hadithen, also Berichten von Aussagen und Taten des Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm. Aussagen, Rechtsgutachten, also Ara'u Allahu A'lam, und Entscheidungen der Prophetengefährten, also von den Sahaba. Aussagen und Rechtsgutachten der darauf folgenden Generationen, At-Tabi'in, die Schülergeneration der Prophetengefährten, welche persönlich auch einige der Prophetengefährten gesehen haben. Und Rechtsgutachten des Imam Malik sowie späterer Gelehrten zusammen. Das Werk kann als die erste Formulierung des islamischen Rechts bezeichnet werden, welche auf der Herangehensweise des malikitischen Rechtsverständnisses beruht. Dieses beruht darauf, dass wenn es keinen eindeutigen Koranvers oder Hadith des Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, zu einem Thema gibt, so wird die Handlungsweise der Leute in Medina, das heißt der ersten Generation von Muslimen in Medina, betrachtet und sich daran angelehnt. Dies wird damit begründet, dass die meisten Prophetengefährten in Medina wohnten und das Wissen auf vielfachen Wegen in der Anfangszeit des Islam dort von einer Generation zur nächsten getragen wurde und somit ein hoher Grad an Bewahrung der reinen Form des Islam im Verhalten der Menschen in Medina gegeben war. Das bedeutet, das, was wir wissen, dass die Quellen vier sind, die Hauptquellen vier sind, also Koran, Sunna, Ijma und Qiyas, das ist das Allgemeine. Aber die Gelehrten selbst sind sich in einigen Sachen oder in der Reihenfolge zum Beispiel uneinig. Imam Malik zum Beispiel hat acht Quellen. Die wir erwähnt haben, Koran, Sunna, also Hadith, und dann die Handlungsweise, also die Taten der Sahaba in Medina. Und dann Fatwa Sahabi, also die Fatwa eines Gefährten, eines Sahaba oder seine Wörter. Als fünftes kommt dann Qiyas. Als sechstes kommt dann Al-Masalih Al-Mursala. Al-Masalih kommt von der Nutzen sozusagen, also was Allah uns erlaubt hat. Al-Istihsan. Al-Istihsan ist kurz gefasst Al-Udun Al-Qiyas Al-Jali, also das Abneigen vom deutlichen Qiyas. Also man muss sich vorstellen, es gibt zwei Qiyas und eins ist sehr stark deutlich und das andere ist ein bisschen schwach. Und beim Istihsan ist man zum schwachen Qiyas gegangen. Und Saddu Zara'a, also das Schließen von etwas, was zu einem Schaden dann später hinzufügt. Das sind die acht bei Imam Malik. Bei Abu Hanifa zum Beispiel, das ist Koran, Sunna, Ijma Sahaba wa Tabi'in, also der Ijma von den Sahaba oder den Ijma von den Tabi'in. Der Ijma an sich ist schon ein großes Kapitel. Nummer 4, Qiyas.
Nummer 5 ist Ihsan. Und dann als sechstes Urf, also Ada, Urf. Hier irgendwelche Fragen bis jetzt? Okay. Imam Malik korrigierte und sortierte sein Werk über Jahre hinweg. Daher gibt es mehrere Überlieferungen der Muwatta, die sich zum Teil geringfügig im Aufbau unterscheiden. Die Muwatta wurde von seinen unmittelbaren Schülern rezensiert und weitergegeben. Am bekanntesten ist die Rezension von Yahya ibn Yahya al-Laythi, gestorben 233 nach Hijra in Qurtuba, also in Spanien, die auch mehrfach nachgedruckt worden sind oder worden ist. Für die Wichtigkeit dieser Rezension spricht die Tatsache, dass sie in der malikitischen Rechtsgelehrsamkeit am häufigsten kommentiert wurde. Abu Muhammad Yahya ibn Yahya al-Laythi ibn Kathir ibn Waslas, so habe ich das gefunden. Waslas ibn Shamlal ibn Menraya selbst war maßgeblich für die Verbreitung der malikitischen Rechtsschule in Andalusien verantwortlich. Er wurde in der Gegend von El-Herthiras, so ist es auf Spanisch, und auf Arabisch El-Jaziratul Khadra, die grüne Insel, als Sohn einer berberischen Familie des Masmuda-Stammes geboren. El-Layth bezieht sich auf einen arabischen Stamm, dessen Mitglieder für die Annahme des Islam seiner Vorfahren im heutigen Marokko verantwortlich waren. Waslas ist ein Name der Berber und bedeutet der Hörende. Sein Großvater hatte der muslimischen Eroberung Iberiens durch Tariq ibn Ziyad teilgenommen. Yahya ibn Yahya al-Laythi reiste schon in jungen Jahren in den Osten des Islamischen Reiches und studierte bei Malik ibn Anas. Nach seiner Rückkehr nach Andalusien konzentrierte er sich auf sein wissenschaftliches Werk als Mitglied der sogenannten Shura. Die Shura, die Beratung oder Ratgebergremium, hatte er einen enormen Einfluss auf die Nominierung von Rechtspositionen. In seiner Rolle als Mitglied der Schura kam er in der Nähe des Herrschers von Andalusien, der von seiner Intelligenz und Autorität in islamischen Angelegenheiten beeindruckt war. So wuchs er zum einflussreichsten Mitglied der Schura heran, was ihm die Möglichkeit gab, Richter zu ernennen, die auch die malikitische Rechtsschule favorisierten. Am Ende seines Lebens war die Maliki-Schule die wichtigste in Gesamt-Andalusien. Die Muwatta umfasst insgesamt 61 Kapitel, also Bücher. Wie wir gesagt haben, Buch, Kitab oder Bab. Kitab. Und teilt sich in die übliche Gliederung islamischer Rechtswerke auf. Das vorliegende übersetzte 18. Kapitel Buch des Fastens ist ein Teil, also Kapitelbuch, des Gesamtwerks und beinhaltet je nach Ausgabe ca. 60 Überlieferungen. Weitere Überlieferungen oder weitere Übersetzungen der kürzesten Kapitelbücher befinden sich im Anhang. Zur Übersetzung. Die vorliegende Übersetzung ist das vollständige 18. Kapitel aus dem vorher erwähnten Gesamtwerk und beruft sich auf die bekannteste Rezension von Yahya ibn Yahya al-Laythi, dem zuvor erwähnten Schüler von Imam Malik. Aus diesem Grund wird eine Vielzahl der hier aufgeführten Überlieferungen mit den Worten Yahya berichtete mir von Malik angeleitet. Die hier vorliegende Version umfasst insgesamt 65 Überlieferungen. Die Anzahl der Überlieferungen kann mit anderen Versionen leicht variieren. Dies liegt darin begründet, dass in verschiedenen arabischen Ausgaben und Abschriften an wenigen Stellen zwei oder mehrere Überlieferungen zu einer Überlieferung zusammengefasst sind. Zum besseren Verständnis und zur Verdeutlichung wurden vom Übersetzer Fußnoten eingesetzt. Alle Wörter und Begriffe, die eine allgemeine Verwendung im deutschen Sprachgebrauch haben oder im Duden aufgeführt sind, wurden auch bei der Übersetzung verwendet.
ausschließlich bei Namen und bestimmte Begrifflichkeiten, welche eine Umschreibung benötigen, wurden in Umschrift dargestellt. Möge Allah unsere Arbeit annehmen und dieses Buch zu einem Nutzen für die Menschen machen. Ich bezeuge, es gibt keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah, dem Alleinigen, der keinen Partner hat. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Allahs Segen und Frieden seien auf unserem Propheten Muhammad, seiner Familie, seinen Gefährten und all jenen, die in seine Fußstapfen treten, bis zum jüngsten Tag. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.